Also, wenn ich das richtig sehe, dann müssten wir eigentlich... Egal, wir finden schon irgendwie nach Hause, ne? Papa, was war das? Keine Ahnung, finden wir es raus. Ja, ich komme ja schon. Guten Morgen. Ben, was ist denn los? Hast du wieder geträumt? Das ist 10 Jahre her, dass er weg ist. Ich bin schuld an allem. Ich habe dir schon so oft gesagt, ich mache dir überhaupt keinen Vorwurf. Du hättest nichts ändern können. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Ich hätte ihn wieder hochziehen können. Wie denn? Du warst jung, er war viel zu schwer, das hättest du nie geschafft. Ich meine, beim Schwimmunterricht kann ich seitdem noch mitmachen. So peinlich, wenn da alle ins Wasser gehen, nur ich nicht. Ben, schau, jeder hat irgendwo seine Schwächen und seine Ängste. Andere haben Furcht vor Spinnen, vor Insekten. Bei dir ist es nun mal das tiefe Wasser und das musst du bitte endlich mal akzeptieren können. Definition, ist das jetzt klar? Ist angekommen? Ratio, Emotio, diese Zusammenhänge. Ah, Ben, Respekt. 10 Minuten. Rekord. Tut mir leid. Euer Test übrigens, den bekommt ihr auch noch raus, aber ja, wie üblich, ziemliches Desaster. Aber dazu später mehr. Die nehmt ihr euch bitte mit, aber nächste Woche brauche ich es wieder. Ich sag's dir, mein neuer Land Rover ist so geil. Es ist so ein reißes Fahrzeug. Hat so einiges gekostet, aber der hält echt einiges aus. Ne? Ja. Ja, das ist cool. Das müssen wir mal. Und das müssen wir irgendwo hinfahren. Das macht so Spaß. Der hat so viel. Und das ist Lenkrad. Bin wieder da. Geh gleich mit Anna an den Spielplatz. Hast du nicht morgen einen Test, für den du noch lernen wolltest? Ja, aber das mache ich heute Abend, sonst kommt Anna ja nie raus. Hallo. Hi. Komm, wir gehen zum Spielplatz, da musst du nicht so lange auf die Mama warten. Ja. Warte, ich habe noch was vergessen. Die haben wir in der Schule gemacht. Das ist für dich. Danke. Komm. Ich habe vorhin gehört, wie du mit Mama geredet hast. Weißt du, was mit dir los ist? Sie hat sich nicht so glücklich angehört. Weißt du, ich bin zurzeit gerade nicht so gut in der Schule. Und sie will lieber, dass ich den ganzen Tag lerne, als was mit dir zu machen.
Aber du bist mir viel wichtiger als irgendwelche Noten. Mit mir hat sie früher nie was gemacht. Wir sind da! Ach Mann. Das ist doch nicht zu fassen. Sag mal, schon wieder eine 5. Was macht die denn den ganzen Tag? Das? Fang jetzt nicht schon wieder mit der Schule an. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dich endlich anstrengen sollst? Das tue ich doch, aber was kann ich denn dafür, anscheinend wenn... nicht, wenn du Zeit hast, hier rumzuhängen. Ganz ehrlich, wenigstens kümmere ich mich um Anna. Als ich klein war, hast du dich nämlich nicht um mich gekümmert und ich will nicht, dass es bei Anna genauso geht. Ich glaube, das reicht jetzt. Du gehst jetzt sofort nach Hause und lernst. Ich kümmere mich um Anna. Und wehe, du leistest dir nochmal so einen Mist. Mama, kannst du mich anschubsen? Jetzt nicht, bin gerade beschäftigt. Nachrichten aus der Region. Bereits eine Woche ist es nun her, dass die 9-jährige Anna Neumann vermisst wird. Auch Mutter Elke Neumann, die mit ihrer Tochter nur einen ganz normalen Nachmittag auf dem Spielplatz verbringen wollte und diese laut eigenen Angaben nicht aus den Augen gelassen hat, kann sich genauso wenig wie die Polizei erklären, was geschehen ist. Dass das Mädchen weggelaufen ist, wird mittlerweile ausgeschlossen, da Anwohner die Aussage Elke Neumanns bestätigen konnten, die besagen, dass Anna vor ihrem Verschwinden laut aufgeschrien habe. Die Polizei geht daher von einer Entführung aus. Die Rekonstruktion der Tat gestaltet sich allerdings äußerst schwierig, da so gut wie keine Spuren am Tatort zu finden sind. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Auch eine groß angelegte, bis gestern andauernde Suchaktion innerhalb des Ortes hat zu keinem Ergebnis geführt. Es handelt sich bereits um den 7. solchen Fälle, bei dem ein Anwohner des kleinen Vororts auf mysteriöse Art. Deine Schwester, richtig? Also ich wollte dir nur sagen, es tut mir wirklich leid. Falls es dich interessiert, es ist nicht das erste Mal, dass hier in der Umgebung jemand verschwunden ist. Wahrscheinlich wirst du mir nicht glauben, aber vor 10 Jahren ist mein Vater auch verschwunden.
Wir waren im Wald spazieren und als wir zu einem See gekommen sind, hat ihn irgendwas hineingezogen. Was genau meinst du damit? Ich weiß auch nicht so genau. Aber soll das heißen, du glaubst mir? Also ich bin mir sicher, dass dieses Etwas für all diese vermissten Fälle und Entführungen verantwortlich ist. Und du meinst, es gibt da einen Zusammenhang? Nur, dass ich den noch nicht herausgefunden habe. Seit mein Vater weg ist, habe ich sämtliche Zeitungsausschnitte von vermissten Fällen und Entführungen aufgehoben. Aber mir sind keine Zusammenhänge aufgefallen. Weder Alter, noch Aussehen, noch irgendwelche Vorlieben. Einfach nichts. Warte. Was ist mit dem Ort? Bisher haben immer alle nur dort gesucht, wo Menschen leben. Was ist, wenn etwas anderes dafür verantwortlich ist? Dann müssen wir dort suchen, wo noch niemand war. Was meinst du mit wir? Kommst du nicht mit? Mit wohin? Überleg doch mal, wo ist dein Vater verschwunden? Im Wald. Genau wie Anna. Der Spielplatz war an einem Waldrand. Alle Orte auf deiner Karte sind von Wäldern umgeben. Das heißt, das Ding ist im Wald. Und dann vielleicht auch Anna, vielleicht auch dein Vater. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er noch am Leben ist. Aber deine Schwester hat vielleicht noch eine Chance. Ich helfe dir, sie zu suchen. Aber wir können nicht einfach so in den Wald gehen. Wir brauchen irgendjemanden, der uns hilft, wenn es gefährlich wird. Und dein Auto. Unseres ist kaputt. Meine Mutter lässt mich bestimmt nicht mit ihrem fahren. Warte mal. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der uns helfen kann. Wen? Nur um das nochmal klarzustellen. Ihr wollt, dass ich mein Auto und meine Ausrüstung dazu benutze, um euch dabei zu helfen, irgend so ein Ding, ein Monster zu finden, weil es angeblich deine Schwester entführt hat. Und wie wollt ihr das anstellen? Wisst ihr überhaupt, wie groß die ganzen Wälder hier sind? Ihr könnt doch nicht einfach alles absuchen. Anna ist für ihr Alter echt schlau. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie uns bestimmt einen Hinweis gegeben haben. Und was springt für mich dabei raus? Wenn der Karre irgendwas zustößt, dann seid ihr dran. Und ich glaube, dass keiner von euch genügend Geld hat, um mir die zu ersetzen. Wie läuft's denn zurzeit in der Schule? Ja, nicht so gut. Was hat das damit zu tun? Ich lasse dich bei den nächsten 5 Tests abschreiben. Und ich helfe dir bei der Abschlussarbeit. Ha, das hört sich gar nicht so schlecht an. Pass auf, ich mach's. Ich helfe euch. Hi, Schatz. Hey. Hi. Na? Was machen die hier? Die gehen auf Monsterjagd, weil angeblich so ein Monster ihre Schwester entführt hat. Und ich helfe ihnen dabei. Okay, ich will's gar nicht wissen. Aber wir wollten noch shoppen gehen. Weißt du noch, wir wollten in die Stadt fahren und ich wollte den Laden zeigen, von dem ich dir erzählt habe. Ja, das können wir noch die nächsten Tage immer noch machen. Und wir zwei am Lagerfeuer im Wald. Ist doch eh viel romantischer, oder? Ja. Aber ich schlafe nicht mit denen in einem Zelt. Ja, logisch. Wir könnten es mal da hinten versuchen. War am besten in den Wald rein. Meinen die das eigentlich ernst? Ich meine, glauben die wirklich, dass ihre Schwester von irgendeinem Monster entführt wurde? Also, ich mache eigentlich nur mit, weil er mich dann ein paar Mal abschreiben lässt. Und zuerst habe ich auch gedacht, dass sie nicht ganz dicht sind. Aber scheinbar glauben die das ja wirklich. Und was glaubst du? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Boah, Leute, es reicht. Wirklich, ich habe keinen Bock mehr, hier die ganze Nacht rumzuirren. Ich meine, wie stellt ihr euch das denn vor? Ich meine, wir laufen hier seit 8 Stunden rum. Wir haben nichts gefunden. Ich habe hohe Schuhe an, wisst ihr, wie teuer die waren? Die sind jetzt auch im Arsch, die kann ich jetzt wegschmeißen. Ich habe so einen Hals, ich habe einfach keinen Bock mehr. Boah, Mann, Alex, kannst du mich auch mal unterstützen und irgendwas sagen?
Boah, schieß doch! Es verschwindet wieder. Was war das denn? Ich dachte, ihr seid komplett irre mit eurem Monsterquatsch, aber... Wenn das Ding deine Schwester hat, dann ist sie schon längst tot. Wenn du schon mal jemanden verloren hättest, würdest du nicht so reden. Also pass besser auf, was du sagst. Sag mal, woher weißt denn du das? Und was interessiert dich die ganze Sache überhaupt? Mein Vater ist vor 10 Jahren auch verschwunden. Jetzt ihre Schwester und sie sind nicht die Einzigen. Das muss endlich aufhören! Wen juckt's? Es verschwinden dauernd Menschen. Was wollt ihr denn dagegen machen? Ja, wir könnten zumindest versuchen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Leute, Leute! Ihr diskutiert hier. Es wird langsam dunkel draußen. Wir können nicht die ganze Nacht wach bleiben. Es ist, glaube ich, am besten, wenn wir bis morgen früh hier abwarten. Am besten? Hast du diese Scheißhütte dir mal angeschaut? Boah, ich will sofort zum Auto. Bring mich bitte sofort zum Auto. Sofort! Nur, dass zwischen uns und dem Auto ein Wald mit einem Monster liegt. Wir müssen hierbleiben und abwechselnd Wache halten. Ja, kannst du ja gleich mit anfangen. Ja, das hatte ich sowieso vor. Ein Glück, dass ich an alles gedacht habe. Schatz, Schatz, leg dich doch zu mir. Hey Ben, fang! Puh.
Ach, passt schon. Ich konnte eh nicht schlafen. Ich hab nachgedacht und mich über mich selbst geärgert. Wieso das denn? Wegen dem Insekt vorhin. Ich habe aber einfach so Angst vor diesen Viechern. Ich suche fast jeden Abend mein Zimmer ab und dann finde ich eh nichts. Ich glaube, es ist schon fast eine Phobie. Oh, das kenne ich. Echt? Hast du auch Angst vor Insekten? Nein, aber seit mein Vater damals in den See gezogen wurde, habe ich schreckliche Angst vor Wasser. Deswegen habe ich beim Schwimmunterricht auch immer gefehlt. Tja, jeder hat seine Schwächen. Du hörst dich schon fast an wie meine Mutter. Sie sagt das auch immer. Alex, Stella! Wacht auf! Es ist wieder da! Scheiße, hilf mir doch auf, du Opfer! Diesmal müssen wir ihm eine Falle stellen. Jetzt mach doch irgendwas! Es wird wahrscheinlich versuchen, da reinzukommen. Wir machen es so. Wir machen die Tür auf, dann stelle ich mich genau hier hin und dann erschieße ich es. Bist du sicher, dass es so eine gute Idee ist? Du hast immerhin letztes Mal auch nicht getroffen. Diesmal bin ich darauf vorbereitet. Ich schaff das schon. Boah, ich glaube, ich muss kotzen. Hä? Und dafür betreiben wir so einen Aufwand? Oh mein Gott, Anna! Dir ist nichts passiert. Ich wusste, du würdest es schaffen. Er ist erneut erwacht und kennt all eure Schwächen. Anna? Was werdet ihr tun, um sie zu verbergen? Zu viele Menschen tun schreckliche Dinge, um sie geheim zu halten, und der Rest leidet darunter. Ihr hintergeht euch, ihr betrügt euch, doch die Leidenden wird ihr retten. Doch den Leidbringenden entreißt ihr die Seele, denn sie erkennen ihre eigenen Schwächen nicht an. Was ist mit der schief? Psst, warte! Hör mal zu, was sie sagt! Doch seine Zeit ist befristet. Unreine Seelen geben ihm nur wenig Kraft und Zeit. Doch bald wird eine reine Seele den Schlaf aus den Tiefen beenden. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, wird es vollbracht sein. Versucht nicht, ihn aufzuhalten, denn er kennt all eure Schwächen. Sie verleihen die Macht über euch. Kehrt um. Das ist eure letzte Chance. Er kontrolliert sie. Das ist nicht sie selbst. Nein! Du kannst da jetzt nicht rausgehen. Das ist gefährlich. Wow, alles okay? Anna! Du blödes Ding! Was machst du? Hast du nicht gehört, was Anna gesagt hat? Schatz, was machst du? Schatz! Ich bin nicht dein blöder Schatz! Der einzige Unterschied zwischen dir und den Freaks ist, dass du mehr Geld hast! Schau dich doch mal an, denkst du, ich würde mit sowas was anfangen? Bleibt euch alle hier und verreckt alle zusammen! Ich bin raus. Ich mach da nicht mehr mit. Es ist weg. Blind gewesen sein. Wie konnte ich ihr nur vertrauen? Ich habe ihr so oft was geschenkt, um mir eine Freude zu machen. Ich habe sie geliebt. Aber jetzt wird mir alles klar, wenn ich die in die Finger krieg. Ja, es ist genau wie Anna gesagt hat.
Wahrscheinlich hat Stella auch irgendeine Schwäche gehabt. Sie war bestimmt nicht immer so selbstsicher, wie sie getan hat. Und das wollte sie dann mit irgendwelchen Äußerlichkeiten überspielen, die ich auch noch gekauft habe. Wenn sie als Leidbringer sieht, dann... ist sie schon tot. Jetzt nicht rausgehen. Was, wenn es uns an den Kragen will? Wir haben noch überhaupt keine Chance gegen dieses Ding, erst recht nicht da draußen. Und wenn es wirklich unsere Schwächen sieht, dann sind wir geliefert. Ich glaub nicht an solche Sprüche. Ich glaub an das hier. Jetzt hör doch endlich mal zu. Du hast allein überhaupt keine Chance. Es kann uns alle durchschauen. Auch dich. Man kann nicht alle Probleme damit lösen. Das glaube ich schon. Das ist doch genau dein Problem. Das ist deine Schwäche. Du glaubst nur an dieses Ding. Wenn wir uns noch weiter streiten, dann ist Anna verloren. Dieses Ding hat irgendwas mit dir vor. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch schon tot. Also bitte, bleib hier und hilf uns! Ganz ehrlich, ich kenne deine Schwester nicht mal. Das ist es mir alles echt nicht wert. Wir müssen es aufhalten. Hilf uns! Lass es nur hereinkommen. Diesmal erschieße ich das Scheißding und dann knöpfe ich mir Stella vor. Sie ist tot! Kapier es doch endlich und hilf uns! Ich fürchte mich ja schon richtig, dass du mir meine Seele aussaugst. So ein Mist kannst du jemand anderem erzählen. Nur noch Anna finden. Aber wie wollen wir das machen? Ich meine, sie kann hier ja überall sein. Wahrscheinlich hat es sie dorthin geschickt, wo es selbst herkommt. Erinnerst du dich noch daran, was sie vorhin gesagt hat? Sein Schlaf in der Tiefe wird beendet sein oder sowas. Aber was genau ist mit Tiefe gemeint? Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Eigentlich gibt es hier in der Nähe nur einen Ort, der wirklich tief ist. Welchen? Es ist vorbei. Meine Seele wird ihn davor bewahren, wieder in den langen Schlaf in der Tiefe zu fallen. Dort liegen sie, die Körper, deren unreine Seelen er ihnen entrissen hat. Und er wird es weiter tun und diese Welt von denen säubern, die lieber andere verraten, ihnen schreckliche Dinge antun, anstatt sich ihren eigenen Schwächen zu stellen. Genauso, wie es eure Mitstreiter getan haben. Euch hätte er die Freiheit geschenkt, denn ihr habt anderen Menschen noch keine schrecklichen Dinge angetan. Da ihr ihn aber von seiner Aufgabe abhalten wollt, wird er nun auch euch mit euren Schwächen konfrontieren. Nur wenn ihr euch ihnen stellt, habt ihr eine Chance. Wenn nicht, wird euch dasselbe Schicksal treffen wie all die anderen. Warum redet sie so? Ich dachte, wir hätten es besiegt.
Irgendwas stimmt hier nicht. Ist dir ganz kalt? Passt auf euch auf. Heinrich, jetzt regeln Sie bitte erstmal das mit dem Verkauf. Ja, die Besichtigung machen wir dann morgen. Das habe ich Ihnen doch schon. Mama! Anna! Anna, da bist du ja! Mensch, Kind, Julia! Oh, da seid ihr ja! Sag mal, geht's dir gut? Setz dich. Oh, ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Es tut mir so leid. Herr Heinrich? Ich ruf morgen zurück.
Besuch für dich.